Ja, dann kommen wir jetzt doch mal zum Punkt Ausrüstung. Das ist durchaus ja auch nicht ganz unwichtig. Gerade für uns Männer ist das häufig auch ein sehr, sehr leidenschaftliches Thema. Frauen sind da erfahrungsgemäß etwas pragmatischer. Aber ein bisschen Ausrüstung braucht man tatsächlich zum draußen Pennen. Im krassesten Fall, ja, die Puristen, erfahrungsgemäß gibt es aber nie Puristen. Ich hatte schon häufig auch Leute für Waldübernachtungen dabei. Und Puristen gibt es so gut wie nie. Ja? Dass die einfach sagen, jo, im Grunde lege ich mir irgendwo eine Isomatte hin und hau mich drauf und schlafe. Wenn es Puristen gibt, dann sind es fast immer Frauen. Und ja, nee, hat noch kein Mann gemacht. Da muss eine gewisse Ausrüstung dabei sein, das gehört zum Erlebnis irgendwo dazu. War auch bei mir immer so, meine ersten Nächte. Nein, ich habe tatsächlich ganz ohne Tarp und ohne alles die erste Nacht draußen gepennt. Ja, doch. Aber danach habe ich sehr schnell angefangen, mir auch immer jedes Mal noch ein kleines Dächtlein aufzubauen. Einfach weil man es kann. Einfach weil dann mehr Knopfhoff dahinter ist. Man das Gefühl hat, man ist jetzt der Waldprofi, weil man hat ein Dach. Ja, also es fühlt sich einfach für manche Leute vielleicht besser an. Dann kann man hinterher immer noch wieder den Schritt zurück machen und komplett unterm Sternenzelt bzw. unterm Baum und Sternenzelt nächtigen. Das ist überhaupt kein Problem. Will man wirklich es einfach ganz puristisch einfach nur im Wald pennen, dann brauchst du irgendeine Unterlage zum Draufliegen. Im Sommer muss das gar nichts Dickes sein. Da tut es irgendeine einfache Gymnastikmatte im Grunde. Dünne Isomatte, sowas in die Richtung reicht. Irgendein Schlafsack oder eine dünne Fließdecke, muss noch nicht mal eine Wolldecke sein, wir reden hier vom Sommer, möglicherweise auch eine dicke Fließdecke, je nachdem was für Temperaturen zu erwarten sind. Wenn es eine Tropennacht wird, geht es auch ohne Decke, aber aus Gemütlichkeitsgründen, wir sind es einfach gewöhnt, eine Decke zu haben. Also ich weiß nicht, wie ihr daheim so pennt, aber im Regelfall ist eine Decke einfach sehr, sehr gemütlichkeitsfördernd. Oder halt tatsächlich, wenn er besessen wird, ein Schlafsack, ansonsten ein ganz günstiger Schlafsack. Ich sag nicht, kauft einen ganz günstigen Schlafsack. Ich sag, überlegt euch, was ihr haben wollt. Wenn ihr denkt, das ist ein Hobby, das ihr ganz lange machen werdet, dann kauft doch vielleicht gleich für den Einstieg schon einen Mittelklasse-Schlafsack. Dann hält er länger. Oder ihr sagt, ja, ich komme auch mit günstigen Sachen gut zurecht. Mir hat eigentlich mein Leben lang ein Aldi-Schlafsack gereicht. Ich habe mit dem schon ganz oft was, weiß ich wo, übernachtet. Dann würde er für den Wald auch genügen. Ja, dann nehmt den. Nehmt ohnehin das, was ihr habt. Erstmal nach Möglichkeit nichts Neues kaufen. Viele von uns werden das trotzdem tun. Das liegt einfach so ein bisschen in der Natur des Homo economicus. Ne? Aber egal. Ist im Grunde wirklich, kommt es nicht so sehr auf Ausrüstung an, auch wenn ich jetzt gleich ein paar Beispiele bringe. Was ich hier dabei habe, das muss ich jetzt der Fairness halber nochmal schnell sagen, ist meine eigene wirklich auch so häufig verwendete Ausrüstung. Ich wollte jetzt nicht mit irgendwelcher Pseudo-Ausrüstung, die ich schon gar nicht mehr benutze, hier eine Waldübernachtung vormachen, sondern das ist das Zeug, was ich wirklich im Einsatz habe, was einige Male im Jahr dann auch zum Draußenpennen verwendet wird. Zum Beispiel dieses Tarp. Ich würde jetzt hinschreiben, wo man es kaufen kann. Man kann es nur nicht kaufen, ist selbst genäht von meiner Frau. Ne? Das ist aber auch einer der wenigen Gegenstände, die man nicht kaufen kann. So, dann, ja, das ist es im Grunde. Aber ich zeige euch jetzt mal ein paar Beispiele. So, zunächst mal ein Ding, was man wirklich für 3-4 Euro kriegen und brauchen kann, ist ein Sitzkissen. Weil ist der Boden nass und man findet keine schöne Gelegenheit, sich irgendwo hinzuhocken und will sich auch nicht auf seine Jacke setzen, weil die will man ja anhaben. Da ist ein Sitzkissen extrem hilfreich. Diese Ziehharmonika-Dinger sind sehr beliebt. Die gibt es bei einem großen französischen Sportartikelhändler, Decathlon. Findet man auch im Internet garantiert Ähnliches und ist im Grunde relativ wurscht. Was für ein Sitzkissen, sollte nicht allzu schwer sein. Das hier wiegt, glaube ich, 50, 60 Gramm, sowas um den Dreh. Klingt super leicht, es gibt aber noch viel, viel leichtere. Hauptsache man hat irgendwas, um den Hintern trocken zu halten, und wenn es dann noch ein bisschen dicker ist, dass es den, ja, gewisse Unebenheiten des Bodens ausgleicht, dann sitzt man umso gemütlicher. Campingstuhl. Wer hat, wer braucht, kann natürlich auch sowas verwenden, aber grundsätzlich ist ein Sitzkissen mal super. Dann darf man nicht vergessen, wenn man in den Wald geht, genug zu trinken dabei zu haben. Ich kann hier mal diskret das Oberteil einer Flasche in die Kamera halten, ohne dass man sieht, dass da mal wieder schwarzes Wasser drin ist. Das ist halt mein persönliches Laster. Irgendein Laster braucht der Mensch. Mir immer relativ egal, was für ein schwarzes Wasser. Hauptsache ich habe mein schwarzes Wasser dabei.
ist immer ein großes Problem bei langen Touren. Irgendwann geht einem das schwarze Wasser aus. Und dann geht's auch ohne. Aber ich komme nicht weg von dem Scheiß im Grunde. Ne? So, dann gucken wir jetzt mal hier ein bisschen in den Rucksack, beziehungsweise ich zeige euch besagten Rucksack mal schnell. Das ist nun beim besten Willen nichts Besonderes. Das ist einfach irgendein günstiger, mehr oder weniger No-Name-Rucksack. Er war sehr leicht, weil der kann nichts. Der ist einfach nur ein Sack. Er hat Trageriemen für die Schultern und er hat oben eine Öffnung und dann auch ein kleines Deckelfach und das war's. Damit komme ich tatsächlich für die Praxis, wenn ich jetzt nicht eine richtig lange Tour mache, super gut zurecht, weil der halt nichts wiegt. Das läuft dann so in die Kategorie Ultraleicht-Trekking, Ultraleicht-Ausrüstung tatsächlich. Das muss man selbstverständlich nicht haben. Aber darum mag ich diesen Rucksack erstaunlich gerne, auch wenn das im Grunde ein No-Name-Produkt ist. Ich habe selten No-Name-Produkte im Einsatz. Zwei sind es. Einmal dieser Rucksack und dann noch ein kleiner Kocher. Ja, das sind wirklich so Sachen, die sind so gut, obwohl sie No-Name sind. Hier unten hängt noch dran meine Wasserblase bzw. meine Trinkflasche. Die kann ich jetzt auch mal abmachen, jetzt wo wir im Lager angekommen sind. Es geht mir einfach darum, dass ihr wisst, genügend Wasser dabei haben, ist in jedem Fall eine tolle Idee. Man kriegt auch nachts, wenn man im Walde schläft, gerne mal noch im Laufe der Nacht noch einen Durst. Und dann möchte man auch vielleicht noch mal was trinken und quatschen und hier mit dem Karabiner spielen, das kann ich so einfach. Und dann ist es natürlich gut, wenn man genug zu trinken dabei hat, vorsichtig ausgedrückt. So, jetzt aber. Ne? Also im Grunde ist das ein 2 Liter Wassersack, der ist nicht ganz voll und lässt sich, wenn er leer ist, ganz klein verstauen. Eine Flasche tut es aber auch. Oder mehrere Flaschen, je nachdem, wenn ihr auch einen größeren Rucksack habt. Also ihr seht, das Ding ist relativ klein und da kriege ich eben ein komplettes Übernachtungsequipment drin runter. So, dann brauchen wir eine Unterlegplane. Ja, wir wollen nicht direkt auf dem Boden pennen. Das geht zwar auch und das würde ich auf jeden Fall irgendwann auch mal empfehlen, dass man das mal gemacht hat. Aber irgendeine Bodenplane macht das Leben doch erheblich leichter. Es gibt in der Ultraleicht-Szene, so nach dem Motto, es ist uns völlig egal, wie das aussieht und wenn es ein bisschen raschelt, interessiert uns auch nicht. Hauptsache es wiegt wenig und erfüllt halbwegs seinen Zweck, tatsächlich ein Zeugs, das unter anderem auch zur Isolierung von Fensterscheiben verwendet wird. Was heißt unter anderem auch? Das ist eigentlich genau dafür gemacht. Das klebst du auf deine Fensterscheibe, dann bleibst du wärmer im Winter. Oder du legst es auf den Boden und pennst drauf. Weil dafür, dass das eine dünne Folie ist, ist die erstaunlich robust. Ne? Also das ist jetzt nicht mit Malerfolie vergleichbar, sondern die ist wirklich schön stabil und die kann man sich dann auf dem Waldboden ausbreiten und da drauf dann tatsächlich nächtigen. Das zeige ich euch nachher in meinem Anwendungsbeispiel. Ihr nehmt die Plane, die ihr habt. Ganz einfach. Ja? Also bloß nichts kaufen, schon gar nicht das da. Das ist wirklich nichts für Einsteiger. Generell All-Time-Favorite-Plane für auf dem Boden legen ist die BW Elefantenhaut. Wer an sowas noch drankommen kann, kann man mal googeln. BW Elefantenhaut oder BW Mehrzweck-Unterlegplane. Wiegt nicht allzu viel, hat ein relativ kompaktes Packmaß und ist unzerstörbar. Einmal kaufen, hat man sein Leben lang was von. Dann kommt bei mir im Rucksack jetzt auch schon der Proviant zum Vorschein. Den würden wir aber nachher nochmal separat besprechen. Ich habe hier auch richtigen Trekking-Proviant dabei, also jetzt nicht Ladung Würstchen und ähnliches. Lediglich die Schokolade habe ich jetzt nicht noch unverpackt. Heißt, da muss man bloß heißes Wasser drauf geben, tut das in ein Gefäß, kriegt eine Mahlzeit. Kulinarisch nicht gerade sehr anspruchsvoll, kulinarisch auch nicht unbedingt ein Highlight, aber draußen schmeckt eigentlich nahezu alles. Das darf man auch nicht vergessen. Da tun es ganz einfache Sachen häufig, sie schmecken trotzdem lecker, weil man hat einfach Hunger, wenn man den ganzen Tag draußen war oder auch nur ein paar Stunden, dann kriegst du auch schon sehr schnell Hunger und da schmeckt alles viel, viel, viel besser draußen. Ja, das ist Müsli vom Morgen. Genau, Schokolade da dazu und dann sollte man in jedem Fall, auch wenn Sommer ist, noch eine wenigstens ein bisschen warme Jacke dabei haben. Früher, ich hatte es ja schon erwähnt, solltet ihr gar nicht schlafen können. Ja, und ist in der Nacht dann doch noch aufwachen und ihr wollt auch nicht aus dem Wald flüchten.
dann guckt noch einen Film auf dem Handy, zieht eine dicke Jacke an, lehnt euch an den nächsten Baum, haltet so einfach die Nacht noch aus. Ihr könnt nicht schlafen, okay, dann könnt ihr sitzen und einen Film gucken und irgendwann geht die Sonne auch wieder auf. Noch ein Grund, weshalb man dringend im Sommer anfangen sollte mit Waldschläfertum, weil die Nacht halt schön kurz ist. Im Winter kann das wirklich richtig deprimierend sein, wenn dann die Nacht 14 Stunden dauert und es wird und wird nicht hell und man kann irgendwann einfach nicht mehr schlafen, weil man nicht mehr schlafen kann, aber es ist trotzdem noch dunkel. Dafür muss man gemacht sein. Das ist wirklich im Winter, mal abgesehen von den Temperaturen, ist dieser ständige Lichtmangel, das ist echt so eine Sache. Daheim machst du das Licht an, da geht's. Ja? Draußen kannst du auch irgendwo Licht anmachen. Klar, kannst du Taschenlampe anmachen, kannst du eine Decke, Lampe unter das Tarp hängen und solche Späße. Ja, gehen tut das. Aber das macht einem unter Umständen psychisch schon zu schaffen. Ja? Also ich bin kein großer Fan von Winter draußen pennen, eben wegen dieser super langen Nacht. Einfach weil es so nervig ist. Du kannst die Nacht über ja nichts machen, nichts Sinnvolles. Ja, du hängst dann einfach nur rum, wartest, dass es wieder hell wird und dann hast du tagsüber keine Zeit, weil es nur kurze Zeit hell ist. Also gewöhnungsbedürftig. Ja? Kann man wie gesagt mal machen. Aber ja, auf jeden Fall. Auch im Sommer eine Jacke mitnehmen, muss es nicht so was Warmes sein wie das Ding. Das ist jetzt einfach halt meine Standard-Tour-Jacke. Viel zu warm jetzt. Viel zu warm. Aber ich habe sie dabei. Auch um anzugeben, was alles in den Rucksack reinpasst. Eine Mütze braucht man dann, wenn man jemand ist, der wenig Haare hat. Man verliert einen Haufen Wärme über den Kopf. Das betrifft mich, das betrifft vielleicht den einen oder anderen Geschlechtsgenossen von mir. Und drum habe ich auch im Sommer eigentlich immer eine Mütze dabei. Brauchen tue ich die dann längst nicht jedes Mal, aber es ist einfach, kann nicht schaden für die Nächte. Manchmal wird es auch kälter, als man erwartet, oder man hat einfach eine Nacht, an der man vom Körper her weniger Wärme produziert und schneller friert, als man das erwartet hätte. Und dann eine Reservemütze kann einen deutlichen Unterschied ausmachen zwischen man friert und man friert eben nicht. Insbesondere wenn man einen Schlafsack ohne Kapuze hat, wie bei mir heute der Fall ist. Wer eine fette Kapuze am Schlafsack hat, der braucht dann vielleicht möglicherweise nicht unbedingt eine Mütze. Oder die ist dann natürlich wieder hilfreich, wenn ihr des Nachts nicht schlafen könnt. Wie gesagt, einen Film auf dem Handy guckt, an den Baum gelehnt und so weiter und so fort. Und dann noch ein schönes Mützchen aufziehen, macht's kuscheliger. Also Mützchen kann ich sehr empfehlen. So, wer noch laufen möchte, der hat möglicherweise eine Regenhose oder sagt, brauche ich nicht. Oder einen Regenschirm, irgendeinen Regenschutz. Ja? Regenjacke habe ich an, gehört normalerweise in den Rucksack, habe ich angezogen, weil da eben die Schlechtwetterfront angeflogen kam und jetzt habe ich sie an, jetzt behalte ich sie auch an, weil es ist tatsächlich jetzt heute gerade wieder durch den Wind hier im Walde gar nicht mal so unglaublich warm. Ich würde auch mit dem T-Shirt jetzt nicht unbedingt frieren, aber die Jacke ist gerade ganz angenehm, also so als kleinen Windschutz. Also Wetterschutzkleidung würde ich in jedem Fall empfehlen. In welcher Form auch immer, was ihr habt. Wenn ihr einen Regenponcho habt, nehmt einen Regenponcho. Was da ist, ganz wichtig. Ja? Wenn ihr gar nichts habt, dann Regenponcho müsst ihr mal ausprobieren. Wenn das was für euch ist, ist es eine günstige Alternative. Ansonsten würde ich einen einfachen Satz Regenklamotten schon empfehlen wollen. Ja, also vielleicht auch von zum Beispiel diesen französischen Sportartikel Großhändler oder möglicherweise bei einer nicht sehr nachhaltigen Quelle im Internet bestellt. Es geht ja um den Einstieg ins Hobby. Ja, das bedeutet leider nun mal irgendwo, dass man, wenn man nicht ganz viel Geld hat, muss man Abstriche bei der Nachhaltigkeit machen. Ein neues Hobby anzufangen heißt, man braucht neues Zeug. Neues Zeug zu kaufen heißt immer, das ist nicht besonders nachhaltig, weil das muss ja erstmal produziert werden, etc. pp. Und so weiter und so fort. Also wenn ihr da Wert drauf legt, dann nehmt ihr das, was ihr habt. Wenn ihr gerne was Neues kaufen wollt, dann seid ihr nicht allein auf diesem Planeten und ich werde niemanden deswegen verdammen, dass er was Neues kaufen möchte. Gebrauchte Militärausrüstung ist für den Einstieg auch super. Die ist in jedem Fall immer super nachhaltig, weil sie schon 20, 30 Jahre genutzt worden ist und dann von euch vielleicht nochmal 20, 30 Jahre genutzt wird. Das ist immer eine tolle Möglichkeit. Ja, aber wenn man was Neues kauft, insbesondere wenn es halt was Günstiges ist, weil man ja noch nicht weiß, ob man was Teures jemals braucht, ja, dann ist das nun mal nicht nachhaltig. Trotzdem möchte ich auch nicht guten Gewissens jetzt hier behaupten, du musst dir gleich eine Mountain Equipment, Jacke kaufen, die sind ein paar hundert Euro aufwärts. Ne? Also so 2,
bis 400 bis 500 Euro zahlst du für eine gute Trekking-Regenjacke, die auch massiv physischer Beanspruchung standhält. Heißt, mit dem Ding kannst du auch mal an der Felswand diesen machen. Und da geht die trotzdem nicht kaputt. Ja, braucht man das? Ja, ganz bestimmt nicht. Und schon gar nicht, wenn man einfach nur im Wald pennen möchte. Aber ja, nach und nach, wenn man dann weiß, das ist mein Allzeit-Favorite-Hobby, mal halb Englisch zu sprechen, oje. Oder wenn man macht sowas beruflich, in meinem Fall ist es beides, ja, dann macht das natürlich Sinn. Aber normalerweise nur, wenn man mal im Wald pennen möchte. Bloß nicht zu teures Zeug kaufen und am besten eben auch wirklich nichts kaufen, was man, Regenjacke, kannst du ja auch sonst noch brauchen im Alltag. Gehst du mal zu Fuß zur Arbeit, gehst du einen längeren Weg bis zur Bushaltestelle, was weiß ich, parkst mit dem Auto weiter weg von der Arbeit, gehst da noch ein Stück zu Fuß, es regnet, hast du eine Regenjacke, bist du fein dran. Ne? Gleiches gilt für eine Regenhose. Auch da muss es nicht so ein Topmodell sein. Da tut es auch irgendwas. Ne? Die sind ja nicht teuer. Eine einfache Regenpelle ist ja wirklich nicht teuer und mein ja nur. So. Aber ist nicht entscheidend. Man kann natürlich auch sagen, ich gehe nur dann in den Wald, wenn das Wetter absolut über jeden Zweifel erhaben ist und es garantiert nicht regnen wird. Das geht auch. Thema Essen. Das ist mein Kochset. Für mich, wenn ich einfach nur eine Kleinigkeit abends haben möchte, wenn ich auf leichter Trekkingtour unterwegs bin, 2 bis 3 Tage, dann ist das hier mein komplettes Kochzubehör. Abgesehen vom Löffel, der ist woanders. Aber ansonsten wirklich das da. Braucht man überhaupt ein Kochset für die erste Nacht im Wald? Nö. Ja? Wenn man eins haben möchte, empfehle ich tatsächlich zum Einstieg, da ist auch nicht nachhaltigkeitstechnisch allzu viel Schlimmes passiert, wenn man sich so ein Ding kauft, ein S-Bit-Kocher. Ja, der klassische S-Bit-Kocher, den jeder, der bei der Bundeswehr war, von da kennt. Der kostet wirklich nicht viel, da ist ein bisschen Brennstoff dabei. Das reicht für 2, 3, 4 Mahlzeiten heiß machen vollkommen aus. Und das ist ein super Einstieg. Ja. Wenn man dann überhaupt was kochen möchte. Man kann aber auch, und das würde ich empfehlen, wer auf mich hören mag für die erste Nacht, Butterbrot mitnehmen. Darf auch was anderes als Butter drauf sein. Wurstbrot, veganes Tofubrot, was auch immer. Ja, völlig egal. Einfach was Leckeres, was einem schmeckt, was man mit viel Liebe daheim vorbereitet hat. Möglicherweise holt man sich auch ein Sandwich unterwegs, völlig Wurst. Was man gar nicht heiß machen muss und dann gibt es ein kaltes Abendessen und am nächsten Morgen ein kaltes Frühstück. Wir reden hier vom Sommer. Die heiße Mahlzeit, weil sie eine heiße Mahlzeit ist, die muss nicht zwingend unbedingt sein. Auch wenn natürlich im Sommer auch eine heiße Mahlzeit im Walde trotzdem was Schönes ist. Ja, aber das ist ein Add-on, das ist für später, das ist für Luxus in gewisser Weise oder für lange Touren, wo man das dann irgendwann einfach braucht. Für den Einstieg braucht man es nicht. Dann habe ich ein Kopfkissen. Das muss auch nicht sein. Ne? Hat man nämlich eine Jacke, dann kann man auch die Jacke zusammenknüllen und als Kopfkissen verwenden, wenn man sie dann dabei hat. Ne? Aber ich habe ein Kopfkissen und das bereue ich auch nicht. Also ich schlafe mit Kopfkissen doch deutlich besser. Ich habe 18 Jahre lang ohne Kopfkissen draußen gepennt. Ich penne draußen seit jetzt etwa 22 Jahren und irgendwann kommt man in das Alter, wo man anfängt, ein Kopfkissen zu schätzen zu wissen. Zumal es die Dinger auch in sehr, sehr leicht gibt. Das ist so ein Aufpustekissen. Es gibt inzwischen auch welche mit echte Kissen, die trotzdem leicht sind, die man nicht aufpusten muss und die noch irgendeine Füllung haben, die dann irgendwie von der Haptik her natürlich nochmal kuscheliger sind. Jeder wie er es will, jeder wie er es braucht. Aber diese ganz einfachen Reisenackenkissen, ne, diese U-Form-Dinger, die gibt es ja für 99 Cent im 99-Cent-Geschäft. Muss ich auch niemandem erzählen. Ne? Also die kriegst du ja nachgeschmissen von Apfel und Ei. Oh, mein Rückschlagventil funktioniert nicht mehr, stelle ich gerade fest. Ich muss irgendwie mal ein bisschen
Muss ich mal gucken, ob ich das wieder ne? Aber das ist jedenfalls hier mein, mein Kisselchen. Hat hier auch so eine leichte Mulde für den Nacken. Und so kann man sich das dann in den Schlafsack hinten reinlegen. Und dann liegt man im Schlaf und hat automatisch immer sein Kissen immer im Nacken. Sehr angenehm angelegen. Ich bin eigentlich Seitenschläfer, deswegen liege ich meistens so drauf. Geht aber auch für Bauchschläfer. So. Also funktioniert alles. Kissen, völlig optional, aber ihr habt ein Kissen, ihr werdet ein Kissen daheim haben, nehmt euch halt einfach ein stinknormales Kissen mit, ist für die erste Nacht auch völlig unerheblich. So, dann eine Isomatte, die dient hier zur Versteifung meines Rückens, weil der Rucksack hat kein Rückenpolster, darum habe ich die Isomatte immer in dieser gefalteten Form hinten drin. Das ist eine sehr warme Isomatte, die taugt auch für den Winter. Das ist natürlich überhaupt nicht nötig, aber ich sehe nicht ein, mir eine andere Isomatte zu kaufen, weil die funktioniert auch ganz wunderbar für den Sommer. Und die kann man jetzt entweder aufpusten, indem man sie halt wirklich aufpustet mit Puste, oder man nutzt einen Pustesack und damit wären wir dann beim Schlafsack. Das ist mein Schlafsack, gleichzeitig im Isomatten Pustesack verpackt und der ist auch wasserdicht, damit dem Schlafsack auf keinen Fall was passieren kann. Jetzt habt ihr gesehen, ich habe meine Klamotten da einfach so rausgezogen. Der Rucksack an sich ist nicht wasserdicht. Auch da kann man vielleicht dran denken, wenn man wirklich die erste Nacht bei schlechtem Wetter verbringen möchte. Wenn nicht, dann halt später spielt das eine Rolle. Man sollte gucken, dass man seine Ausrüstung immer irgendwie wetterfest verpackt. Entweder hat man eine Regenhülle für den Rucksack, dann wird der Rucksack nicht nass, dann wird im Rucksack nichts nass. Funktioniert 95% zuverlässig. Ja? So in etwa. Will man 100% Zuverlässigkeit haben oder gleich von vornherein sagen, ich nehme keine Regenhülle mit, der Rucksack soll ruhig nass werden, solange innen drin nichts nass wird, beziehungsweise die einzelnen Sachen im Rucksack nochmal einzeln wasserdicht verpackt sind. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder man verpackt den kompletten Inhalt nochmal separat in irgendwelchen wasserdichten Tüten. Oder man nimmt einen riesigen Beutel, packt den noch in den Rucksack rein und verstopft dann alles, also einen Müllbeutel beispielsweise, wäre die günstigste Alternative, stopft den erstmal in den Rucksack und stopft dann danach alles in den Rucksack und der komplette Rucksack wird vom Müllbeutel sozusagen innen ausgekleidet und ist dann nach innen wasserdicht. Das klappt auch in 95% der Fälle. Die anderen 5% ist dann halt auch mal ein Loch im Müllsack. Ja, oder man macht eine Teillösung, so mach's ich. Was überhaupt nicht nass werden darf, kommt hier in den gelben Sack. Meistens packe ich da noch ein paar Klamotten dazu. Das kommt darauf an, wie lange ich unterwegs bin. Und da ich in diesem Fall überhaupt nicht lange unterwegs bin, war die Jacke draußen, also die warme Jacke. Ne? Bei der Regenjacke kommt es auch nicht drauf an. Die zieht man ja an, sobald es anfängt zu regnen. Das heißt, die muss auch nicht wasserdicht verpackt sein. Wozu? Ja, dann ist deine Regenjacke trocken und du wirst nass, weil du sie nicht anhast. Super. Daher macht das keinen Sinn. Aber sowas wie die klassische Jacke würde ich normalerweise mit hier reinpacken. Nur jetzt halt aus Faulheitsgründen ist sie da jetzt diesmal nicht. Das Ding lässt auch die Möglichkeit zu, dass man die Luft ablässt. Das hat hier so ein lustiges Ventil, damit kann man die Luft rausdrücken aus dem Schlafsack. Dann ist der recht klein komprimierbar. Das ist ein Daunenquilt. Ein Quilt ist fast ein Schlafsack, zeige ich euch gleich. Holen wir den doch mal raus. Das braucht ihr garantiert nicht als Einsteiger. Überhaupt nicht, die sind sauteuer. Das ist wirklich was für jemanden, der das entweder ganz, ganz oft mit ganz großer Leidenschaft macht oder eben beruflich und daher recht häufig draußen pennt. So. Zack. Also, das ist ein Quilt. Das ist jetzt erstmal im Grunde eine Decke. Ja? Also so würde ich mich jetzt hier schlicht und ergreifend zudecken. Mit dem kleinen Unterschied, dass wenn ich mich jetzt hiermit zudecke, ich auch die Möglichkeit habe, den hinter mir zu befestigen, und zwar an meiner Isomatte mittels dieser Strippen. Da sind so Strippen dran, die macht man dann einmal drumherum, um die Isomatte drumherum. Das seht ihr dann, das zeige ich euch dann, wenn ich mein Bettchen vorbereitet habe. Ja, und dann kann man das an die Isomatte festmachen und dann ist das einfach eine befestigte Decke sozusagen. Die Befestigung ist dafür da, dass einem nicht dauernd unter der Decke der Wind drunter durchweht, sozusagen zwischen Isomatte und Quilt unten durch. Ja, aber ein Quilt ist so ein Mittelding zwischen Decke und Schlafsack. Warum ein Mittelding zwischen Decke und Schlafsack? Weil das Fußteil quasi ein Stück Schlafsack ist. Ja, das ist die Fußbox. Hier oben
da oben noch offen, ab hier dann zu. Das heißt, die Füße steckt man wirklich in so einen letzten Zipfel von einem geschlossenen Schlafsack rein. Bei diesem Modell. Es gibt auch Quilts, die sind einfach nur eine zusammenziehbare Decke. Je nachdem. Warum im Quilt? Na, der ist leichter. Warum ist der leichter? Der hat keinen Rücken. Ja, ist einfach weniger Stoff, weniger Füllung. Bei ähnlicher Isolation. Kommt drauf an. Irgendwo ist die Grenze erreicht nach unten, wenn es im Bereich zweistellige Minusgrade geht. Dann willst du wahrscheinlich nicht mehr unter dem Quilt pennen. Da wirst du dann wahrscheinlich wirklich einen Schlafsack haben wollen, einmal rundum die Mumie machen. Aber ein Quilt ist einfach Einsteiger ohnehin nix. Probiert erstmal einen Schlafsack aus und wenn ihr dann irgendwann mal neugierig werdet auf ein Quilt, dann leiht euch irgendwo einen aus und dann kann man da nach und nach mal ein bisschen mit experimentieren. Das Ding ist bis 10 Grad Komforttemperatur. Meine Frau etwa 12 Grad, bei mir etwa 8 Grad. Bis 7 Grad sagen sie Komfortlimit. Ich würde sagen, für jemanden, der echt ein warmer Schläfer ist, also ordentlich heizt beim Schlafen, kommt das ungefähr hin. Aber weniger geht nicht. Also da braucht man dann schon noch einen dickeren. Ich habe inzwischen auch einen dickeren. Aber für den Sommer ist das super. Ja? Schlafkomfort und Daune, toll. Ja? Auch völlig egal für die erste Nacht. Für irgendwann mal, wenn man wissen möchte, was das Beste vom Besten so ist, ja, das wäre eine Option. Und qualitativ und auch von den Kosten her ist das mehr oder weniger ganz weit vorne dabei beim Besten des Besten. Was kostet so ein Quilt, nur damit das wisst? Wenn man so einen Kram, ja, so eine richtig schöne, tolle Ausrüstung nach und nach sich zusammensparen möchte, je nachdem, wofür man sie halt braucht, dann ist man für ein Quilt bei 300-400 Euro, für so eine Isomatte, so eine sehr gute, 250, glaube ich, sind die inzwischen, wenn man noch einen richtigen, gescheiten Rucksack und nicht aus irgendwelchen Gründen so einen günstigen, wie ich ihn hier habe, da ist man auch noch locker bei 200 Euro dabei. Ein Tarp bleibt günstig. Die gibt es ab 40 Euro. Gibt keinen Grund, ein anderes Tarp zu kaufen, als eins, das 40 Euro kostet. Es sei denn, man möchte ein Spezial, hat spezielle Vorlieben und spezielle Anforderungen an sein Tarp. Dann muss man es halt entweder selber nähen oder halt dann doch vielleicht nochmal etwas teureres kaufen, weil das kann, was es kann. Grundsätzlich gilt beim Tarp, meiner Meinung nach machen super stabile Tarps, wenn ihr im Wald pennen wollt, keinen Sinn, weil wenn das Tarp so stabil ist, dass es auch dann noch hält, wenn die Bäume, an denen es hängt, umgeworfen worden sind vom Sturm, dann ist es zu stabil. Da habt ihr nichts von. Wozu soll das gut sein? Das wäre dann ein Bergtarp. Wer auf dem Berg mit einem Tarp übernachten möchte, der kann so ein stabiles Tarp brauchen. Für im Wald völlig blödsinnig. Ne? Also das Ding hält nur so starke Winde aus, dass ich es auch noch verantworten kann, mich im Wald aufzuhalten. Sind die Winde so stark, dass es im Wald für total lebensgefährlich ist, dann hält das Ding auch nicht mehr. Aber zu diesem Zeitpunkt bin ich hoffentlich ganz weit weg. Ja? Also außerhalb des Waldes zumindest mal. Im Idealfall sogar irgendwo drinnen. So, also das grob zur Ausrüstung. Das langt zum Übernachten mehr oder weniger aus. Eine Taschenlampe wäre noch wichtig, sehen wir auch noch irgendwann im Einsatz. Und ich pushe jetzt nur noch die Isomatte auf und dann fange ich mal an drinnen einzurichten, das Bettchen. Ja? Und dann machen wir noch was zu essen.